Hallo und herzlich willkommen auf Moxgau, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute machen wir mal wieder ein Unboxing. Ich war nämlich heute im Legoland und zwar nicht gleich morgens zur Öffnung, weil ich darauf keine Lust hatte. Und ich habe außerdem gerade den Junior hier alleine zu Hause, von daher wollte ich mich nicht in den Stress stürzen, um 9 Uhr irgendwann noch eine halbe Stunde vorm Tor zu warten, um der Erste zu sein, um dann reinzustürzen ins Legoland, um vielleicht eine von den 10 305 Burgen zu kriegen. Nein, ich habe angerufen und die netten Leute vom Legoland haben mir eine zurückgelegt, die ich am Nachmittag abholen konnte. Von daher war das heute wirklich stressfrei. Bevor wir übrigens dieses kleine Unboxing hier beginnen, ein kleines Schmankerl vielleicht, das habe ich heute entdeckt im Legoland. Das sind 3 Minifiguren, die gibt es da gerade. Und wenn ihr die noch nicht kennt oder noch nicht habt, sind die vielleicht was für euch. Ich fand es auf jeden Fall cool, für die Sammlung eine coole Ergänzung. Und für 10 Euro fand ich den Preis dann doch in Ordnung. Also, nur als kleine Ergänzung, weil mir das heute ins Auge gesprungen ist. Jetzt aber gleich zu unserem Produkt. Ich habe das tatsächlich heute in diesem Karton gekriegt. Das war überraschend. Das war das erste Mal im Legoland. Ich hatte schon mal die Info dort bekommen, dass man die Sets nicht in den Umkartons rausgibt. Und habe tatsächlich auch nachmittags, als ich da war, keine andere Ritterburg mehr gesehen. Von daher war es vielleicht sogar durchaus sinnvoll, das reservieren zu lassen. Und es war deutlich entspannter, damit zur Kasse zu gehen, denn sonst kriegen die anderen vielleicht noch Stielaugen. Also, falls ihr diese Umkartons noch nicht kennt, man sieht hier die Nummer drauf. Daran erkennt man, was für ein Set natürlich drin ist. Ansonsten gibt es hier die englische Beschreibung des Set-Titels. Also hier das Lion King's Cars und dann sind die Zeichen zu Ende. V29 ist meistens so die Variante, die hier im europäischen deutschen Raum verkauft wird. Da gibt es auch noch manchmal andere Varianten. Das merkt man immer dann, wenn man dann auf die Anleitung bei Lego geht. Da gibt es oft dann sogar noch V39. Das geht in irgendeine andere geografische Richtung. Aber die Experten unter euch werden mich da sicherlich berichtigen. So, und dann hat dieser Karton eben diesen coolen Aufkleber, der so richtig Geheimhaltung suggeriert, nämlich hier Do not put on shelf before, und dann steht hier eben 3. August. Ich bin davon ausgegangen, dass das Legoland das Set erst am 8., also heute, verkaufen wird. Deswegen bin ich vorher nicht hingegangen, aber ich habe die Information gekriegt, dass es tatsächlich schon vorher verkauft wurde. Ich hatte vor 2 Jahren beim Haunted House die Erfahrung gemacht, dass sie es nicht vorher verkauft haben. Aber das heißt, das ist nicht immer gleich. Mal machen sie es so, mal machen sie es so. Welcher Grund dahinter steckt, vielleicht wisst ihr das und schreibt mir das in die Kommentare. So, jetzt werden wir natürlich diesen Karton hier aufmachen. Ich habe hier mein bewährtes Taschenmesser und ich warne euch vor, es kann in diesem Video gelegentlich ein bisschen laut werden. Ich werde natürlich den Karton hier versuchen, vorsichtig zu entfernen, aber die Tüten werden knistern und in der Nachbearbeitung werde ich versuchen, das Schlimmste zu lösen, zu rauszuschneiden und zu dämpfen, aber es wird mir sicherlich nicht alles gelingen. So, also vorsichtig werden wir jetzt dieses Siegel hier durchschneiden. Und natürlich wissen wir ja, was uns erwartet, keine Frage. Aber es hat ja trotzdem einen coolen Effekt, das hier zu machen. Und es macht natürlich Spaß, sowas zu entdecken. Also, ihr seht schon, hier ist die Burg drin. Und wir sehen gleich schon mal eins, dass wir hier einmal so Papppuffer haben. Also, dass das Ding hier nicht völlig drin rumrutscht. Das ist auch ein bisschen kleiner als der Umkarton. Und was ich tatsächlich nicht auf den ersten Blick gleich wusste und was ich dann auf den zweiten und dritten Blick gesehen habe, dass diese Burg tatsächlich Stofffahnen hat. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. So, wie kriegen wir das Ding hier raus? Natürlich über die Dinger hier. Also das wird so eine der Stellen gewesen sein, wo ich dann mit Sicherheit nachbearbeitet habe, den Sound, weil die Dinger sind irre laut, wenn man die rauszieht. So, und dann werden wir jetzt mal versuchen, dieses Set hier zu befreien. Auf dem engen Raum hier. So, und jetzt sehen wir schon gleich hier jede Menge Figuren. Also das macht so richtig Bock auf Ritter, auf Ritterspiele. Wobei, das haben ja die meisten von euch vielleicht schon, die sich mit dem Set beschäftigt haben, gehört. Da gibt es diese Stimmen und diese Stimmen. Und gerade hier unser Magier sieht schon hier auf den ersten Blick ein bisschen blass aus. Da gibt es ja natürlich auch schönere Magierfiguren, kann man natürlich ersetzen. Ich finde es immer nicht so wild mit dem, was vorher war, was vielleicht besser geht. Denn es geht ja um
diese Zusammenstellung hier und was daran cool und nicht so cool ist, das zu vergleichen mit dem, was schon da war, finde ich immer so, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Drei Siegel hier, jetzt ist das ganze Ding offen und wir gucken mal, was uns erwartet. Vor allem erwarten uns offensichtlich jede Menge coole Wappen. Ja, das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Bereicherung. So, übrigens finde ich es auch gar nicht relevant, wie diese Wappen aussehen, nur dass sie eben unterschiedlich sind, ist cool. Also wie ihr seht, wieder mal ein Zusatzkarton. Irgendwer muss mir mal irgendwann erklären, warum es diese Zusatzkartons gibt, beziehungsweise nach welcher Logik es die gibt. Natürlich ist es klar, dass die Anleitung nicht geknickt werden darf und die ist oft da drin. Aber ich habe trotzdem erlebt, dass Anleitungen auch in diesen Kartons geknickt worden sind. Von daher bin ich nicht so ganz überzeugt von dem Grund. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren ja nochmal irgendwie für Aufklärung sorgen, warum das so gemacht wird und was da genau dahinter steckt. So. Also das ist hier eine kleine Kartonschlacht, eine kleine bis mittlere. Der Karton ist hier sehr würfelförmig und dann fällt mir hier schon was entgegen. Ein Zettel, den ich noch nicht bisher in Sets entdeckt habe. Da ist sowas hier drauf. Was sagt mir das? Hat das irgendwas mit fehlenden Bricks zu tun? Wir stellen von Einweg-Kunststoffverpackungen auf Verpackungen auf Papierbasis um. Möglicherweise findest du in der Übergangszeit sowohl Papier als auch Kunststoff in unseren Boxen. Okay, also klar, das habe ich nicht genau hingeguckt. Also hier ist eine Plastik- und eine Kunststofftüte und eine Kunststoff- und eine Papiertüte drauf. Ja, also hier ist beides drauf. Das heißt, das wird sich dann wahrscheinlich irgendwann einheitlich gestalten. Aber so ein kleiner Zettel ist ja ganz witzig. Macht doch Sinn, dass er jetzt drin ist. Zumindest eine gewisse Zeit. So. Da ist mein Taschenmesser. Und jetzt werde ich natürlich auch nochmal hier diesen Karton aufmachen. Wobei ich gerade überlege, ob ich euch nicht erstmal diese Tüten hier zeige, bevor es chaotisch wird. Wir kommen dann sicherlich auch noch zur Anleitung. Also ich gehe jetzt mal hier so grob durch und gucke, was mir so auffällt an Teilen. Natürlich ist hier alles light bluish gray irgendwie. Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Jetzt wird, werde ich sagen, langweilig. Ja, aber ich baue halt Burgen. Das ist ja klar, dass das eine meiner Lieblingsfarben ist. So, was gleich auffällt hier, eine große braune 6x6 Teil. Das ist sehr cool. Ich weiß natürlich nicht, wie viele davon drin sind. Ich sehe mindestens noch eine. Die kenne ich persönlich aus dem Kolosseum. Fand sie da ganz witzig. Habe tatsächlich in Mox noch keinen wirklichen Verwendungszweck dafür gefunden. Aber vielleicht kommt es ja noch. Also auf jeden Fall hier diese großen Teils sehen sehr, sehr interessant aus. Die Light Blue Gray Teile, die hier drin sind, das ist nichts Neues. Das kennt ihr alles, ja? Natürlich, wenn ihr wissen wollt, welche im Detail neuen Teile hier drin sind, da kann ich euch wärmstens empfehlen, mal den ein oder anderen prominenten Lego-Block anzusteuern. Aber das ist nicht Sinn dieses Videos, hier an jedes Detail ranzugehen, sondern es ist ganz subjektiv, ganz aus der Situation entstehend. Gucke ich einfach, was ich interessant finde. Interessant finde ich hier tatsächlich hier die Helme in Schwarz. Da gibt es diese Spitzhelme hier in Schwarz. Und es gibt auch noch diesen anderen Helm hier, den auch in Schwarz. Die habe ich bisher noch nicht in Schwarz gesehen. So, dann, das ist auch ein Teil, was mir das erste Mal bei den Chinese New Year Sets ins Auge gestoßen ist. Das ist quasi so ein Kettenglied, so ein Rounded Brick 1x2. Hier in Dark Bluish Gray, der war bei den Chinese New Year Sets in Pearl Gold dabei. Der ist, würde ich sagen, relativ neu, wobei es geht tatsächlich mir gerade gar nicht so sehr um neu als um interessante Teile. So, das ist auch ein interessantes Teil, gab es auch noch nicht so oft. Das ist so ein halber Round Brick, der ist hohl. Ja, den seht ihr hier. Und Skelett natürlich hier, alles nichts Neues. Kleine Tüte. Dann natürlich ein Dark Orange Pferd und ein Rittertorso, der schon gar nicht mehr zu sehen ist. Und die Dinger sind natürlich cool. Diese Überwurfdecken, bedruckten Decken für die Pferde. Die kenne ich auch noch aus den 90er Jahren, aus meiner Kindheit. Da gab es die und da waren die schon cool. Warum es die nur noch so wenig gibt, das ist echt schade. Weiß natürlich wieder keiner. Lego hat keinen Bock auf Burgen, das ist auch nichts Neues. Hier, das Schild ist sehr, sehr cool. Also offensichtlich ist da hier unser cooler Löwenritter drin. Da sieht man den Torso von vorne. Ja. Ansonsten hier ganz viel Light Blue Gray, Dark Blue Gray,
Standardzeug. Müssen wir gar nicht drauf eingehen. So, Fahnen haben wir hier in Gelb und in Rot. Das ist cool. Zäune in Schwarz. Aber auch nichts Besonderes. Also gehen wir einfach drüber hinweg. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einen coolen Helm, einen Robin Hood Helm. Also tatsächlich sind so die Minifiguren hier ein großer Faktor. Und dadurch, dass ihr so viele Minifiguren kriegt, macht es natürlich auch Sinn, dieses Set vielleicht unter dem Blickwinkel zu kaufen und die Teile dann zu verkaufen, je nachdem, wie hardcore ihr drauf seid für Minifiguren. Hier haben wir dann den Hut von unserem Magier in Blau. Also dem hätte sicherlich ein bisschen mehr Druck auch gut getan. Habe ich ja eingangs schon erwähnt. Dieses Teil gibt es auch noch nicht so lange in Grün, meine ich, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, dass das noch nicht in so vielen Sets aufgetaucht ist. Vielleicht ist das sogar hier eins der ersten Male, wo das auftaucht. Gut möglich. Schatztruhe gibt es natürlich auch. Jede Menge Standard-Bricks. Das fällt hier auf. Das finde ich gut. Mir ist es immer wichtig, wenn ich so ein Set sehe. Ich sehe es immer unter den Aspekten dessen, wie gut kann ich daraus einen Mock bauen. Und einen Mock kann ich daraus dann bauen, wenn ich viele Steine habe, die nicht so speziell sind. Das bietet das hier. Das ist sehr gut. Dann schauen wir mal hier. Das Teil ist neu. Das ist nämlich hier diese Ecke von diesem Round Brick. Da haben wir bisher nur diese einfachen Teile hier gehabt. Jetzt mit Ecke ist das sehr sinnvoll. Auch in der Farbe ist das sehr sinnvoll, weil man eben diese Farbe sehr vielseitig einsetzen kann. Light Bluish Gray. So, Dark Green Baum. So ein Baum finde ich sehr, sehr cool, dass der hier drin ist. Ich mag diese Bäume sehr. Ist natürlich großer Nostalgiefaktor, keine Frage. In Dark Green weiß ich nicht, ob es die schon so viel gab. Das könnt ihr natürlich dann reinschreiben. Kommt vielleicht dann in meinem Review, wenn ich das interessant fand, darüber was nachzuschauen. Wie gesagt, nochmal, mir geht es nicht um Vollständigkeit, sondern einfach darum, was mir auffällt. So, Helme in Light Bluish Gray, auch interessant. Grünzeug, ansonsten hier Kleinkram. So, noch mehr Standardteile, 1x4er Bricks, 1x3er und Corner Bricks, daraus kann man alles Mögliche bauen. Und einen großen hier, einen 1x4x3, genau, und einen spannenden Helm hier. In Pearl oder Flat Silver, eins von beiden, das wird wahrscheinlich Flat Silver sein oder so. Genau, der sieht so ein bisschen interessant aus, sieht so ein bisschen aus wie die Spitze einer Laterne. So, was finden wir noch? Jede Menge Light Dark Blue Spray. Also ja, Zahnräder, ein bisschen Technik ist auch drin. Und die kenne ich auch noch nicht. Das sind quasi jene, die es sonst eigentlich als 1x1er gab. Hier, also Curved, Round Bricks. Ich glaube, die laufen unter Round Bricks, nicht unter Curved. Aber das ist nicht immer so ganz klar, warum ein Brick die oder die Kategorie, Oberkategorie hat. Hier als 1x4er Variante, auch cool, weil mit den 1x1ern zu arbeiten, hat eine gewisse Optik, wird sicherlich dann manchmal aber anstrengend, wenn es viele werden. So, ansonsten hier natürlich noch unsere bekannten Torsos hier von den Falkenrittern. Da gibt es jetzt auch noch einen Pferdeüberwurf. Das heißt, wir haben zwei Pferdeüberwürfe. Das finde ich sehr cool. Das bereichert die Möglichkeiten, mit den Falkenrittern andere Sachen, größere Sachen zu bauen. Das ist sehr schön. Das ist im Prinzip, wenn ihr so ein Pferd habt mit Überwurf, was zu zum Beispiel der mittelalterlichen Schmiede passt, könnt ihr die natürlich dadurch auch aufwerten, finde ich. Ja. So, dann haben wir hier noch ein interessantes Teil. Das kenne ich aus den Pirates of the Barracuda Bay oder auch aus den Super Mario Sets. Das ist ein großes Teil hier in Grün. Als ich das erste Mal die Burg gesehen habe, habe ich diese Teile natürlich gesehen und fand sie gleich irgendwie ziemlich daneben, weil, wie gesagt, gleiches Problem wie vorhin, wenn ihr ein großes Teil habt, könnt ihr das nicht so vielseitig einsetzen. Wenn dieses grüne Teil gebaut wäre aus 10, 15 kleinen, wären die viel vielseitiger einsetzbar. Macht Lego nicht, ist wahrscheinlich billiger, weiß ich nicht. Manchmal kriegt man so das Gefühl, dass einem Steine in den Weg gelegt werden, aus den Sets was anderes zu bauen. Hier jetzt nicht, aber in manchen anderen Sets hat man schon den Eindruck, dass das so ein bisschen gegen den Grundgedanken von Lego geht. Also Ketten, Kram, Kleinkram. Ja, also alles nichts Besonderes. So, noch mehr von den Dingern. Also ein zweiter. Ich weiß nicht, das ist höchstens 2, 3, 4 Dinger von den Dingern werden hier drin sein. Mehr wird hier nicht drin sein. Das ist ein interessantes Panel hier. Ein kleines Panel in Light Bluish Gray. Wir hatten das Problem mit den Panels ja bei der mittelalterlichen Burg. Da waren ein bisschen sehr viele davon drin.
und dadurch hat die Fassade nicht so interessant gewirkt und natürlich waren die Mockbauten natürlich auch eingeschränkt. Aber es gibt trotzdem richtig viele Mockbauten. Gerade dieses Set ist super produktiv. Ich hoffe, das hier wird auch produktiv. Ich plane natürlich auch einen Mock. Wann es was wird damit? Vielleicht bald, aber ich kann nichts garantieren. Ich muss erstmal das Set hier bauen. So. Also, es ist tatsächlich sehr erfreulich. Ich finde hier wenig wirklich fancy spezielle Teile. Das macht mir sehr viel Mut, dass man hier drauf andere Sachen bauen kann. Ja. Was auch sehr cool ist, sind die hier, diese Bricks Modified hier mit, das ist so ein Säulenkapitell, könnte man fast schon meinen. Einfach so ein, Aufsatz, Säule, ja. Säule, Wanddekoration, so viel. Für sowas kann man das gut verwenden. So, einen runden Schild sehe ich noch. Hier einen von den, oder mehrere von den neuen, was heißt neuen, von den anderen Wappen. Also Wappenschilde sowieso immer. Das wird die Lego-Ritter unheimlich bereichern. Auch wenn die manche von den Schilden ein bisschen, ja, stimmt schon, ein bisschen einfach, ein bisschen langweilig vom Design sind. Da hätte man irgendwie coolere, weiß nicht, Drachen oder sowas sich gewünscht. So, damit bin ich durch mit den Tüten, die nicht hier in der Box drin sind. Jetzt gehen wir mal weiter zu dem, was wir hier drin finden in dem weißen Karton. So, einmal laut. Und bevor wir hier an die ganzen Tüten gehen, gucken wir einmal, was sich hier drin verbirgt. Also die Anleitung ist offensichtlich hier nochmal separat verpackt. Sehr gute Idee, weil wir hatten ja schon öfter mal zerknickte Anleitungen, die dann einfach so lose drin waren. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass das auch in den Kartons, in den weißen Kartons nichts hilft. So, die ist jetzt hier extra verpackt. Sehr schön. Und ich sehe zwei Anleitungen. Ja, also zwei Bücher. Das eine Buch, Buch 1 hat, lasst mich gucken, 226 Seiten. Das zweite Buch 286 Seiten. Also grob über den Daumen gepeilt 500 Seiten, wo natürlich nicht alles dann Steps sind. Und am Ende habt ihr dann eine große Burg. Ja, also ich sehe auch wieder hier beim Durchblättern, wenn man hier mal reinschaut, gibt es immer mal wieder so kleine Hinweise. Also das gab es schon bei anderen Sets. So einen kleinen Hinweis wie hier oben zu dem Wappen hier. Ist ein kleiner Hinweis. Ich habe auch gerade gesehen zur großen Fahne, zu der großen Stofffahne war gerade auch ein Hinweis. Ich habe es gerade nur wieder verblättert. Natürlich, wie immer. Finde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr, wenn ich jetzt danach suche. Nee, keine Chance. Also, wir fangen mal an hier. Anleitung 1 geht natürlich nostalgisch los mit den ganzen vorhergehenden Burgen. Ich sage euch eins, ich mache jetzt mal was ganz Schlimmes. Ich finde die ganzen alten Lego-Ritterburgen völlig schrecklich. Ja? Natürlich haben sie den Nostalgiefaktor, keine Frage. Aber vom Designstandpunkt her, wenn man sich überlegt, was bei Burgen geht und was es für Mockburgen gibt in den letzten Jahren in Standeburg, sind einfach flach. Das sind furchtbar flache Burgen, die man nur mag, weil man mit ihnen aufgewachsen ist. Ja? Wenn man diese Burgen nie in seiner Kindheit gesehen hätte und man sieht sie heute zusammen mit den anderen, ist das alles flach. Ja? Und deswegen tut es mir irgendwie nicht leid um das, was es alles nicht mehr gibt. Ein bisschen schade finde ich, dass es nicht mehr von dem Zeug hier gibt. Das Ding ist super teuer, die 10193. Wer die haben will, muss richtig tief in die Tasche greifen. Und es ist einfach auch zu viel, finde ich, von dem Burgenzeug. Ist einfach so Spielkram. Kleiner Spielkram und nicht so sehr auf die Designburg gebaut. Ja? Das ist ein bisschen schade. Ja, also jede Menge hier Nostalgie und wie es früher war, wie es heute aussieht. Ja, hier steht Spot the Difference. Also offensichtlich gibt es irgendeinen klitzekleinen Unterschied. Sieht so aus, als hätten sie die Zehen und die Fußnägel sozusagen hier verbunden mit dem Körper. Das ist so der Hauptunterschied, der mir so spontan auf den ersten Blick auffällt. Also hier ist ein bisschen Nostalgiefaktor drin. Der ist vermutlich hier bei der zweiten Anleitung nicht mehr drin. Nö, genau. Ich habe jetzt übrigens hier noch keine Papiertüte gesehen. Also das ist klar, das Set ist neu. Das gibt es noch nicht so lange mit den Papiertüten. Beziehungsweise, weiß ich nicht, habt ihr schon mal ein Set gesehen mit Papiertüten? Ich nicht. Das wird noch kommen. Aber hier ist noch keins drin, keine Papiertüte. So, ein Rindviech sehe ich hier. Machen wir weiter mit den Tüten. Und natürlich diese absolut coolen Holzräder. Davon könnte ich einfach, weiß nicht, 100 haben. Ich glaube, ich habe 8, weil ich zweimal die Schmiede habe. Früher gab es die mehr. Na, da hatte ich auch, als Kind hatte ich mehr davon. Also ein Rindviech und
blau. Ja, blau passt zu den anderen Rittern, zu den Falkenrittern. So, dann geht es hier weiter mit Light Bluish Gray Standard Bricks in jeglicher Ausprägung. Ich versuche mal hier das irgendwie zu beschleunigen, was schwierig wird, weil einfach hier viel, viel kleines Zeug drin ist. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es jetzt hier irgendwie so viele große Teile gibt. Also es gibt tatsächlich so die normalen Größen, ein paar kleine, viele von den mittleren Größen. Das spricht dafür, dass das hier wirklich, wirklich interessant ist, um andere Sachen daraus zu bauen. So, also einfach mal so ein Blick in eine random Tüte hier wieder. Inverted Slopes, auch in Light Bluish Gray. Das ist hier sehr, sehr bunt. Genau, und jetzt kommen wir natürlich zu den Teilen, die man gesehen hat auf den Bildern. Fürs Dach. Ja, das sind hier diese Plates Modified, meine ich, in Medium Dark Flash oder Medium Dark Nougat. Für all die Leute, die sich auf Brickling und Real Brickable bewegen, die wissen, da gibt es verschiedene Namen für diese Farbfamilie. Und das, muss ich sagen, ist mir für ein Dachteil fast ein bisschen zu groß, aber wir werden sehen, wie sich das in der Konstruktion herausstellt, wie gut es ist. Macht es natürlich stabiler, wenn die Teile größer sind. Wenn sie kleiner sind, sieht es besser aus. Klar, da gibt es mehr Details. Aber hiervon sind eine ganze Menge drin. Das heißt, man kann daraus auch ganz andere Sachen bauen. Wobei ich schon vermuten würde, dass das in der Dachkonstruktion drin bleibt. Weil aus der Burg wird man tendenziell andere Gebäude bauen, die natürlich ein Dach brauchen. Klar. So, separat hier noch ein paar große Platten. Das könnte vielleicht so ein Kandidat tütentechnisch sein, der so zuerst vielleicht zur Papiertüte wird. Weiß ich nicht. Zum Thema Papiertüten gab es mal, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Leute, die ihre Legosteine in Pappkartons gelagert haben über Jahre und die sind dann vergilbt, weil irgendwie der Leim, der Kleber, wie auch immer in dem Papier da was gemacht hat mit den Farben. Das könnte sein, dass das bei Lego auch zu einem Faktor wird. Ich hoffe nicht, das merken wir dann aber erst in 20 Jahren oder so oder in 15 Jahren. So, hier gibt es eine große Slope in Light Bluish Gray. Das hatten wir schon für, glaube ich, Aufkleber bei diversen Sets auch schon. Ich meine, war das bei der Crocodile-Lokomotive nicht, dass man da einen Aufkleber drauf gebappt hat? Ist mir fast so. Also noch eine Tonne hier. Ein paar größere in Dark Bluish Gray. Hier schöne Wedge Bricks in Dark Bluish Gray. Macht auch Lust auf mehr. Also, das ist tatsächlich so teiletechnisch hier ein ziemlicher ziemlicher Burgenbauertraum, doch, ja. Also daraus Burgen zu bauen, also das wäre absolut unverständlich, wenn da nicht irgendwie mindestens 10 verschiedene Burgen draus gebaut werden würden. Ja? Ob die jetzt besser sind, ist mal dahingestellt. Ah, jetzt sehe ich hier einen Teil, das kenne ich aus der Ninjago City. Ich glaube, es war die City. Das Teil hier, das ist ein Riesenteil, das ist meistens eingesetzt zur Stabilisierung. Bin ich sehr gespannt, wie das hier eingesetzt werden wird in diesem Gebäude. So. Also, wir nähern uns den letzten Tüten. Ich habe mit Sicherheit nicht alle erwischt, aber ich will euch auch nicht langweilen. Hier ist dann noch ein bisschen, sind noch ein bisschen mehr Wappen, noch ein paar mehr Wappen. Und es ist auch immer wieder Grünzeug drin versteckt, jetzt auch nicht viel Grünzeug, eher so das klassische Grünzeug, die klassischen Zweige. Jetzt ein wenig von den modernen Blättern habe ich, glaube ich, noch gar keine gesehen. Die finde ich eigentlich ganz schön, aber die sind hier nicht drin. Ach, ich sehe einen neuen Stein oder einen, den ich noch nicht kenne. Hier einen 1x2 Brick mit einer mittleren Noppe. Dieser Stein ist eigentlich vollkommen, also unsinnig, dass es den jetzt nochmal separat gibt, weil man diesen Stein erzeugen konnte aus einem Technik-Brick mit einem Technik-Pin drin. Warum der jetzt da ist, da werde ich sehen, ob das wirklich notwendig wird. Also im Prinzip habt ihr die beiden Steine hier nebeneinander. Also der und der, aus dem lässt sich der erzeugen. Ja, man muss nur da den richtigen Pin reinstecken, der nicht ganz so lang ist. Aber das macht ja Lego schon seit einer Weile. Es gibt ja jetzt auch den 1x1, die 1x1 Plate, die doppelt hoch ist. Keine Ahnung, was das soll. Dann nimmt man halt zwei 1x1 Plates. Warum brauche ich diesen Stein? Habe ich noch nicht erkannt. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir sehr gerne. So, natürlich hier dann die Tüte mit den Stofffahnen und noch mehr Dark Green Bäume. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und noch mehr schöne bedruckte Torsos. Also, das verspricht hier sehr viel Spaß zu machen. Ich werde das morgen mit meinem Junior beginnen. Den lasse ich daran teilhaben, weil es doch einfach zu cool ist, das mit seinem Junior zu bauen, auch wenn er noch nicht so alt ist. Der wird sich daran mit Sicherheit nicht unbedingt erinnern. Aber er kann schon ordentlich bauen. Also das ist immer wieder beeindruckend, was der schon bauen kann. Aber er hat natürlich schon ewig hier mitgebaut, sortiert. Der hat richtig Übung.
So, schreibt mir, was ihr denkt zu dem Video, was euch fehlt, dann weiß ich für spätere Unboxings mehr. Ich weiß schon, ja, es knistert. Ich weiß, man müsste noch mehr ins Detail gehen. Es sind einfach zu viele Teile und dann ist das Video nachher viel zu lang. Keinen interessiert es mehr. Aber wenn ihr vielleicht eine andere Richtung habt, die vielleicht noch interessant wäre, weil diese Unboxing-Videos sind für mich eher so ein Erleben des Öffnen des Setes und jetzt nicht unbedingt irgendwie Fanservice oder sowas. Also, wenn ich noch was anders machen kann und ihr findet es gut, dann lasst es mich wissen. Vielleicht lässt es sich irgendwie integrieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch den Daumen hoch, lasst vielleicht sogar ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder auf meinem Kanal auf Moxscout.